Grüße euch, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Jack. Und heute, an diesem wunderschönen Tag, habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Picknick. Aber natürlich nicht ganz so, wie man sich ein Picknick vorstellt, sondern mit einer Live-Schaltung zu unserem Luzi. Der ist nämlich heute in Monaco unterwegs. Mal gucken, was er uns da so Interessantes über diesen Zwergstaat zu berichten weiß. Na dann, Luzi, kannst du mich hören? Ja, natürlich, Jack. Hallihallo. Ja, ich grüße euch direkt aus Monaco. Und das hinter mir ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, nicht nur die Flagge, sondern auch das Wappen von Monaco. Warum das Wappen gerade zwei Mönche mit Schwertern zeigt, das ist eine interessante Frage und auch eine spannende Geschichte, die ich aber zum Ende hin euch erzählen werde. Über Monaco gibt es eine ganze Menge zu berichten, also fangen wir an. Das kleine Fürstentum Monaco befindet sich in Frankreich. Die Amtssprache ist demnach Französisch und die Staatsform ist die einer Erbmonarchie. Die Fläche beträgt knapp über 2 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl beruht sich auf 38.400 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte liegt demnach bei 18.944 Einwohner pro Quadratkilometer. Ja, die können da ordentlich kuscheln. Das Bruttoinlandsprodukt beträgt 4,94 Milliarden Euro. Unabhängig ist Monaco seit dem 25. Februar 1489 und hat als Währung den Euro. Monaco hat leider keine Hauptstadt mehr. Das war einmal Monte Carlo. Mittlerweile sind aber Orte wie Monte Carlo oder Monacoville nur noch Bezirke. Monacoville ist übrigens der Bezirk, wo der fürstliche Palast steht. Insgesamt verfügt Monaco über ganze 9 Stadtbezirke. Ein bisschen kleiner als Monaco ist der Vatikanstaat. Damit ist Monaco also der zweitkleinste Staat der Erde. Der extrem dicht besiedelte Staat liegt an der französischen Mittelmeerküste, nahe der Grenze zu Italien. Monaco war ein antiker Handelsplatz der Phönizier und später der Griechen, die hier an der Nordküste des westlichen Mittelmeers einen Herkulestempel errichteten, der bald den Namen Monoikos, also übersetzt einzelnes Haus, erhielt. Als der Ort ein römischer Hafen wurde, erhielt er den Namen Herkules Monoeci Portus, woraus verkürzt Monaco entstand. Ja, ist auch viel einfacher auszusprechen. Voll toll. Heute ist Monaco vornehmlich bei den Reichen der Welt als Wohnsitz begehrt und beliebt, da der Stadtstaat weder Einkommen noch Erbschaftssteuern erhebt und im Ausland begangene Steuerdelikte, also Steuerstraftaten, nicht verfolgt. Unternehmen in Monaco zahlen hingegen Steuern. Der Staat ist kein Mitglied der Europäischen Union, hat aber den Euro. Klingt zwar komisch, ist aber so. Mit 18.944 Einwohnern je Quadratkilometer weist das Fürstentum die höchste Bevölkerungsdichte aller Staaten auf, gefolgt von Singapur
und dem Vatikanstaat. 2008 waren von der Gesamtbevölkerung 78,5% Ausländer ohne monegassische Staatsbürgerschaft. Die Einwohner von Monaco heißen also Monegassen. Klingt zwar komisch, ist aber so. Die Unterscheidung zwischen dem Staat und der Stadt Monaco ist rein theoretisch. Der Staat besteht tatsächlich nur aus der Stadt oder man könnte auch sagen aus der Gemeinde. Nach der Verfassung von 1911 war das Fürstentum in drei Gemeinden gegliedert. Einmal Monaco oder auch bekannt als Monacoville, das ist die Altstadt mit dem Fürstenpalast. Dann einmal im Nordosten die Hauptstadt Monte Carlo und einmal im Westen und Nordwesten mit Hafengebieten La Condamine. Der Vorwurf an die fürstliche Macht nach dem Spruch "Teile und herrsche" zu verfahren, führte dazu, dass 1917 die drei Gemeinden in eine Gemeinde zusammengefasst wurden. Als vierter Stadtbezirk kam Fontvieille hinzu, das ab etwa 1970 im Südwesten durch Neulandgewinnung aus dem Meer entstand. Als fünfter Stadtbezirk wurde Les Monegati durch Ausgliederung aus La Condamine geschaffen. Sechster Stadtbezirk wurde La Foto. Siebter Stadtbezirk wurde La Rosse und Saint-Romain zusammen mit Le Tenau. In dieser Folge wurden jedoch drei weitere Stadtbezirke geschaffen, und zwar Saint-Michel, La Chaux und Le Revoiré. 2014 hat man angefangen, einen neuen Stadtbezirk namens Le Portier mit einer Fläche von 0,275 Quadratkilometern durch weitere Neulandgewinnung von der Küste Monte Carlos zu schaffen. Das Territorium des Fürstentums wurde per 13. September 13 durch eine souveräne Verordnung neu geordnet und umfasst seither 9 Stadtbezirke. Und zwar nicht 1913, sondern 2013. Ist also noch gar nicht so lange her. Hierbei wurden generell alle Grenzziehungen innerhalb des Fürstentums teils geringfügig, teils erheblich geändert. Zudem wurden die Stadtbezirke Jandin, Exotique und Ravine de Saint-Devot neu geschaffen. Die Stadtbezirke Monacoville und Ravine de Saint-Devot gelten als reservierte Sektoren. Die Hälfte der Einwohner gilt als Millionär, voll cool. Die Geburtenrate liegt bei 11,7 und die Sterblichkeitsrate bei 8,2 Promille. Promille kennt ihr vielleicht, das hat was mit Alkohol zu tun, allerdings nicht in diesem Fall. Da steht das eigentlich mehr so für Prozent quasi. Die Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2016 wurde allgemein mit 89,5 Jahren angegeben. Also Männer 85,6 Jahre und Frauen 93,1 Jahre. Monaco war damit der Staat mit der weltweit höchsten Lebenserwartung. Eine Frau gebiert mit durchschnittlich 32,1 Jahren ein Kind. Ui, da sind die aber spät dran. Na gut, dafür leben sie ein bisschen länger. Passt also. Als einziges Land der Welt unterteilt Monaco seine Bevölkerung in drei Kategorien. Gebürtige Monegassen, Landeskinder und wohlhabende Ausländer. So verfügt erstere Gruppe über das Recht auf eine angemessene staatliche Wohnung mit Möglichkeit der Vererbung.
Die Landeskinder hingegen als zweite Kategorie sind nicht im Besitz der monegassischen Staatsbürgerschaft, leben seit Generationen aber im Fürstentum und haben ein Recht auf eine angemessene Wohnung aus nicht staatlichem Immobilienbesitz. Ja, und die letztere, die wohlhabenden Ausländer, das ist eine Gruppe, die für sich spricht, ne? Jo. Die einheimische Bevölkerung stellt einen geringen Anteil dar, nämlich knapp ein Viertel der Wohnbevölkerung. Somit ist Monaco ein Einwanderungsland und weist einen der höchsten Anteile an Ausländern aller Staaten auf. Im Jahr 2008 verfügten 6.687 Personen, also 21,5% der Gesamtbevölkerung, über die monegassische Staatsbürgerschaft. 2008 stellten mit 28,2% der Bevölkerung französische Staatsangehörige den größten Anteil, gefolgt von Staatsangehörigen aus Italien mit 18,6%, dem Vereinigten Königreich mit 7,5% und ganz später weiter unten auch Deutschland mit je 2,5%. Jährlich beantragen mehr als 500 Personen die monegassische Staatsbürgerschaft. Die Entscheidung über Zuteilung und Ablehnung der monegassischen Staatsangehörigkeit obliegt ausschließlich dem Fürsten oder der Fürstin, je nachdem, wer da zurzeit regiert. Im Jahr 2007 wurden 68 Personen monegassisch. Im Jahr 2010 hingegen nur 7. Auch hat Monaco eine eigene Sprache. Und zwar das Monegassische. Dies ist ein romanischer Dialekt, der mit dem ligurischen Dialekt der norditalienischen Sprache verwandt ist. Alleinige Amtssprache ist und bleibt jedoch Französisch. Doch Monegassisch ist ein Pflichtfach an den Schulen. Das Abitur, was in Monaco auch Matura genannt wird, kann auf Monegassisch abgelegt werden. Im Übrigen werden Italienisch und Englisch gesprochen. Zum Thema Religion. Die römisch-katholische Kirche ist Staatskirche. Monaco ist Sitz eines Erzbischofs, der direkt dem Heiligen Stuhl unterstellt ist. Die Freiheiten anderer Religionen und Konfessionen werden von der monegassischen Verfassung garantiert. 90% der Monegassen sind jedoch Katholiken, 6% sind Protestanten. Und daneben gibt es noch orthodoxe und jüdische Minderheiten. Nachdem Kaiser Heinrich VI. Im Jahr 1191 der Republik Genua die Herrschaft über die Küstenregion um das heutige Monaco übertragen hatte, wurde am 10. Juni 1215 an der Stelle, an der heute der Fürstenpalast steht, mit dem Bau einer genuesischen Grenzfestung begonnen. Dieser Tag gilt als das Gründungsdatum Monacos. Die bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen im 13. Jahrhundert zwischen den Ghibellinen und Guelfen in Norditalien führten 1296 zur Vertreibung der papsttreuen Guelfen und damit auch der Familie Grimaldi aus Genua. Am 8. Januar 1297 gelingt es Soldaten der Grimaldi und mit ihnen verbündeter guelfischer Familien unter der Führung von Francesco Grimaldi in die bis dahin in ghibellinischer Hand befindliche Festung Monaco einzudringen und diese im Handstreich zu erobern. Von nun an ist die Geschichte des Staates Monaco eng mit der Familie Grimaldi verbunden, deren Mitglieder mit nur kurzen Unterbrechungen bis zum heutigen Tag die Herrschaft über Monaco ausüben.
Erster Herrscher Monacos aus diesem Haus wurde 1297 Raniero Grimaldi, der Monaco allerdings schon 1301 wieder an Genua abtreten musste. Seinem Sohn Charles I. gelang im Jahr 1331 mit Unterstützung des französischen Königs die erneute Eroberung Monacos sowie 1346 der Erwerb von Menton und 1355 von Roquebrune. 1357 wurde Monaco nochmals von Genua zurückerobert und gelangte 1419 endgültig in die Hände der Grimaldi. Im Jahr 1489 wurde die Unabhängigkeit Monacos durch den König von Frankreich und den Herzog von Savoyen anerkannt. Eine letzte Belagerung Monacos im Jahr 1507 durch die Genuesen endete erfolglos, worauf König Ludwig XII. 1512 die monegassische Unabhängigkeit bestätigte. Ab 1523 nach der Übernahme der Macht durch Augustin I. verschlechterten sich allerdings die Beziehungen zu Frankreich. Monaco schloss daraufhin 1525 mit Kaiser Karl V. den Vertrag von Burgos und Tordesillas und stellte sich damit unter spanischen Schutz. Klug gemacht. Honoré II. Bezeichnete sich ab 1612 als Fürst und Herrn von Monaco. 1633 wurde der Fürstentitel offiziell von Spanien anerkannt. Ungefähr ab 1630 erfolgte eine Wiederannäherung an Frankreich, die schließlich 1641 im Vertrag von Peron besiegelt wurde. Frankreich wurde erneut Monacos Schutzmacht. Noch in demselben Jahr wurde die spanische Garnison aus Monaco vertrieben. Also die spanische Armee quasi. Mit dem Tod von Antoine I. starben die Grimaldi in männlicher Linie aus. In der Folge gingen Name und Herrschaft auf die eingeheiratete Familie Goyon de Matignon über. Französische Revolutionstruppen eroberten Monaco 1793. In Zeiten des Zweiten Weltkriegs wurde Monaco sogar zeitweise von deutschen Truppen besetzt. Monaco trat am 8. Juli 1948 der Weltgesundheitsorganisation bei. Seit dem 17. Dezember 1962 gilt die heutige Verfassung. 1981 erfolgte die Erhebung zum römisch-katholischen Erzbistum Monaco. 1993 der Beitritt zu den Vereinten Nationen. Am 7. Januar 2000 wurde ein ständiger Vertreter bei der Europäischen Union in Brüssel entsandt. 2002 folgte die Einführung des Euro als assoziierter Euronutzer. Monaco wurde am 5. Oktober 2004, also 2004, nach sechsjähriger Wartezeit in den Europarat aufgenommen. 2005 wurde das zweite bilaterale Abkommen mit Frankreich abgeschlossen. Internationale Aufmerksamkeit erlangte Monaco 1956 als Fürst Rainier und die berühmte US-amerikanische Schauspielerin Grace Kelly heirateten und erneut 2011 als deren Sohn Albert und Charlene Wittstock heirateten. Monaco ist seit 1911 eine konstitutionelle Monarchie, in der der regierende Fürst das Staatsoberhaupt ist. Er wird im Fürstentum gewöhnlich Patron oder Schutzherr oder Monseigneur genannt. Die Exekutive besteht aus dem Regierungsrat, der aus vier Mitgliedern besteht, die das Kabinett bilden. Vorsitzender des Regierungsrates ist der Staatsminister. Seit der Verfassungsänderung 1962 teilt sich der Fürst seine Regierungsmacht mit dem Parlament. Dieses besteht aus 24 Mitgliedern, die in freien und geheimen Wahlen auf 5 Jahre gewählt werden. Wie schon gesagt, besteht die Unabhängigkeit seit dem 25. Februar 1489 und war bisher an die Grimaldi-Dynastie gebunden.
Ein Vertrag mit Frankreich regelte bis 2002, dass bei Aussterben der Grimaldi Monaco an Frankreich fällt. Zwischen Frankreich und Monaco besteht ein sogenanntes völkerrechtliches Protektoratsverhältnis, das in einem Schutzvertrag mit Frankreich vom 17. Juli 1918 festgelegt wurde. Darin garantierte Frankreich die Unabhängigkeit und Souveränität Monacos. Die frühere Regelung, dass Monaco an Frankreich zurückgefallen wäre, wenn es keine Thronerben der Grimaldis gegeben hätte, wurde im zweiten monegassisch-französischen Abkommen 2002 abgeschafft. Daher bliebe Monaco nach einem eventuellen Erlöschen der Dynastie Grimaldi ein souveräner Staat. Die öffentliche Sicherheit wird durch eine 517 Personen starke Polizeieinheit gewährleistet. Auf 36.950.000 Einwohner bezogen hat Monaco mit 517 Polizisten die weltweit höchste Pro-Kopf-Polizeipräsenz und statistisch gesehen kommt ein Polizist auf 71 Einwohner. Wow, das nenne ich mal Schutz fürs Volk. Die Polizei ist unterteilt in eine Kriminalpolizei, die mit Interpol zusammenarbeitet, eine Stadtpolizei, eine Verwaltungseinheit sowie eine See- und Lufteinheit. Monacos äußere Verteidigung wird größtenteils durch Frankreich übernommen, trotzdem unterhält das Fürstentum eine kleine Militäreinheit, das Corps des Sapeurs Pompiers. Diese 135 Soldaten, also 10 Offiziere, 26 Unteroffiziere und 99 Mannschaftsdienstgrade, umfassende und damit drittkleinste Streitkraft der Welt, ist hauptsächlich als Feuerwehr tätig und darüber hinaus für den Zivilschutz zuständig. Es existiert außerdem die 116 Mann, also 3 Offiziere, 15 Unteroffiziere und 98 Carabinieris, starke paramilitärische Kompanie der Carabiniers de Prinz. Das heißt so viel wie, das ist die Gendarmerie, die zum Personenschutz für den Fürsten zuständig ist, sowie die Ehrenwache am Palast macht. Sie nimmt außerdem protokollarische Aufgaben bei besonderen Gelegenheiten und Staatsempfängen wahr. Zur Kompanie gehören die Fanfare de la Compagnie de Carabinieri de Prince, das heißt also 26 Musiker unter dem Kommando eines Marschall de Logis, sowie eine Motorradstaffel und eine Tauchereinheit. Militär und Polizei sind dem Innenministerium unterstellt. Ihre Tradition reicht zurück bis in das Jahr 1817. Monacos Regierung versucht unter anderem durch Videoüberwachung für öffentliche Sicherheit und Sauberkeit zu sorgen. Es existieren rund 60 öffentliche Sicherheitskameras in allen Teilen des Fürstentums, die mit der Polizeizentrale verbunden sind. Hinzu kommt eine deutlich höhere Anzahl privat installierter Überwachungskameras sowie etwa 500 private Sicherheitsmitarbeiter. Unter anderem deshalb wird das Fürstentum oft als Überwachungsstaat angeprangert. Dennoch herrscht in Monaco dafür die weltweit niedrigste Kriminalitätsrate. Na, hat's ja auch was Gutes. In Monaco gibt es seit 1869 keine direkte Steuerpflicht für Privatpersonen mehr. Der große Anteil vermögender Einwanderer hat das Fürstentum zu einem Symbol für Luxus und Reichtum werden lassen. Der Großteil der Einnahmen wird über Unternehmensbesteuerung und unter anderem auch Ertragssteuern, Gebühren, Stempelsteuern oder Abgaben auf alkoholische Getränke erwirtschaftet und natürlich auch bei den Zöllen. Also die wissen schon, wie sie an ihr Geld kommen.
Offiziell hat Monaco keine eigene richtige direkte Währung, obwohl sie den Euro haben. Aber es gibt einen Sammler-Euro-Münzsatz, der monegassisch ist. Klingt zwar alles ein bisschen komisch, aber das ist es auch. Und Monaco hat auch keine Zentralbank. Es bestand eine Art Währungsunion mit Frankreich, in der die monegassischen Banken den gleichen Regeln wie die französischen unterworfen waren. Im Dezember 01, also 2001, schloss Monaco mit Frankreich ein Abkommen zur Einführung des Euro. Die monegassischen Euromünzen werden vom Kontingent Frankreichs abgeleitet, das die Europäische Zentralbank festlegt. Monaco gehört demnach zum Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft, da ein Zollabkommen mit Frankreich besteht. 2014 wurden 4.274 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und 47.903 in der Privatwirtschaft gezählt. Die Zahl der Touristen lag im Jahr 2010 bei etwa 265.000. 2014 zählte das Fürstentum ganze 14 Hotels. Davon waren sehr, sehr viele sogar Sternehotels. Angefangen von 2 bis 5 Sternehotels war alles dabei. 2014 umfasste der Staatshaushalt Erträge, also Einnahmen von 1,111 Milliarden Euro. Dem standen Aufwendungen, also Ausgaben von 1,086 Milliarden Euro gegenüber. Somit ist der Haushaltssaldo positiv. Sprich, die haben mit Schulden kein Problem. 2006 betrug der Anteil der Staatsausgaben in Prozent des Bruttoinlandprodukts folgender Bereiche: Gesundheit 4,5%, Bildung 4,4%, Militär blieb auf 0. Auffallend ist eine in Monaco permanent festzustellende und teils zu öffentlichen Beeinträchtigungen führende Bautätigkeit an vielen Stellen des Fürstentums. Dies ist in der sehr geringen Landesfläche von nur 2 Quadratkilometern begründet. Durch diesen Platzmangel ist man sehr darauf bedacht, jeden noch so kleinen Fleck des Landes so gut wie möglich auszunutzen und zu bebauen. Momentan werden zum Beispiel nach der Verlegung der Eisenbahn unter die Erde die frei werdenden Gleisflächen mit Hochhäusern bebaut. Ja, ist so ein bisschen wie Tetris, ne? Der Immobilienmarkt und das Baugewerbe sowie viele Bereiche des öffentlichen Lebens, zum Beispiel ein Fußballclub, werden durch das Imperium der Familie Pastor beherrscht. Monaco gilt hinsichtlich Wohneigentum als teuerster Ort weltweit. So kostete im vierten Quartal 2010 der Quadratmeter durchschnittlich rund 46.200 Euro und eine Einzimmerwohnung mit 30 Quadratmetern rund 1,5 Millionen Euro. Mit einem Preis von etwas über 90.000 Euro pro Quadratmeter liegt das noch im Bau befindliche und wohl derzeit teuerste Penthouse-Appartement der Welt im landesweiten Durchschnitt. Es wird mit 3.300 Quadratmetern verteilt auf 5 Etagen über 300 Millionen Euro kosten und ist Teil des Wohnhauskomplexes Tour Audium. Das System des französischen Code Postal, also der Postleitzahl, wird in Monaco verwendet, so dass das gesamte Fürstentum Monaco lediglich eine einzige Postleitzahl hat. Und zwar die 98 und dahinter dreimal die 0. Für die, die da mal einen Liebesbrief hinschreiben wollen oder so.
Die Verkehrssituation im Fürstentum ist vor allem zu den Hauptverkehrszeiten äußerst angespannt. Während der Hauptsaison und während Großveranstaltungen kommt es auf den Straßen häufig zu Verkehrsstaus. Demgegenüber verfügt Monaco über eine große Anzahl öffentlicher Parkhäuser, die fast durchweg unterirdisch in die Felsen gebaut sind. Im Fürstentum verkehren 6 Buslinien, mit denen praktisch jeder Punkt in Monaco bequem erreicht werden kann. Und natürlich hat Monaco auch noch einen unterirdischen Bahnhof. Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Nizza, von dem aus Hubschrauberverbindungen zum Heliport der Monaco durchgeführt werden. Die Heli Air Monaco ist die nationale Fluggesellschaft Monacos. Zudem verkehren regelmäßig private Buslinien zwischen dem Flughafen Nizza und dem Fürstentum. In Sachen Kultur hat Monaco auch einiges zu bieten, zum Beispiel ganz viele tolle Gärten oder die Opera de Monaco, wie auch ganz, ganz viele Museen. Also wer richtig Museen verliebt ist, der ist auch in Monaco Gold richtig. Dann gibt es noch die Tanzakademie und wer kennt ihr nicht, den berühmten Circus de Monte Carlo, wo jährlich Kulturpreise wie zum Beispiel der Goldene Clown vergeben werden. Läuft sehr oft im Fernsehen, lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, ist immer ganz, ganz toll. Ansonsten ist Monaco auch ein Reiseziel für sehr viele Formel 1 Begeisterte, denn dort ist jährlich ganz viel Brummbrumm zu hören. Dort geht es nämlich um den großen Preis von Monte Carlo. Wo wir gerade beim Sport sind. In Monaco wird auch ganz gerne Fußball gespielt. Da ist zum Beispiel der AS Monaco. Oder es wird auch sehr gerne Tennis gespielt. Also sportbegeistert ist dieses kleine Fürstentum auch. Voll toll. Aufgrund der geringen Einwohnerzahl Monacos existiert keine vielfältige Medienlandschaft. Die Pressefreiheit im Fürstentum Monaco ist vorhanden. Andererseits ist eine kritische Berichterstattung über die fürstliche Familie nicht erwünscht und findet in den lokalen Pressen begrenzt statt. Gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch das Innenministerium. In Sachen Rundfunk, da gibt es einmal den RMC, den Radio Monte Carlo und den TMC Monte Carlo. Diese beiden senden rund um die Uhr. Die Anstalten sind von der Regierung unabhängig. Des Weiteren betreibt Monaco einen Staatskanal, welcher wichtige Ereignisse überträgt und Meldungen der Behörden in Verkehr bringt. Monaco Info sendet seit 1995 mehrere Stunden wöchentlich. Für die deutschsprachige Minderheit gibt es sogar da eine eigene Zeitung. Und zwar die Monaco Zeitung. Boah, da waren die aber einfallsreich beim Namen. So, und jetzt noch mal kurz zu der Eroberung der Festung. Der Clan der Grimaldi wurde in die politisch-religiösen Konflikte in Genua hineingezogen und schließlich aus der Stadt verbannt. Die Grimaldis galten nun als gefürchtete Piraten und furchtlose Raubritter. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe wurde die Familie an der westlichen Mittelmeerküste fündig. Die Eroberung der neapolitanischen Festung Monaco gelang der Familie, indem sie sich im Jahre 1297 im Januar als Franziskanermönche verkleideten und Einlass begehrten. So gelang es, die Wachen zu überlisten, so dass die Familie die Herrschaft über den Felsen übernehmen konnte. Monaco gehörte fortan den Grimaldis. Der Clan machte den Felsen zu einem Treffpunkt von Piraten, Kaufleuten und allerlei zwielichtigen Gestalten. Die Grimaldis waren mutige Kämpfer, die verschiedene Allianzen schmiedeten.
Sie unterhielten eine eigene Flotte und verkauften ihre Dienste mal an den Papst, mal an die Franzosen, mal an die Spanier. Je nachdem, wer die bessere Beute versprach. Ja, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich befinde mich noch in Monaco. Das hier hinter mir ist eine der wunderbaren Gärten dort. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann bin ich im Vatikan, wo es auch eine ganze Menge toller und spannender Sachen zu erzählen gibt. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit und tschüss! Ja, vielen Dank, lieber Luzi, und auch danke, meine Freunde, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ja, es war wieder mal eine lange Folge, aber dafür auch sehr aufschlussreich, nicht wahr? Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine gute Zeit und bis bald. Wir sehen uns. Ciao, ciao.